dass du verlierst. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Wer als erster Merfield ist, von Straßenmanie die Rede. So, Werkstatt, da warte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Der letzte Bestraps Autos. Da hört der Spaß auf. Wow, ich habe gleich seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Oder? Über den größten Job aller Zeiten? Aber klar doch. Dann leg ich mal einen Zahn zu. So ein Poser wärst. Da hat sie nicht unrecht. Matt? Du hast es vollbracht, Jess. Mac zum Schweigen gebracht. Ich schütze den Kopf vor Empörung. Denkst du immer noch, du gewinnst, Tal? Ich gewinne. Lustig. Muss man dafür nicht führen? Doch, aber erst im Ziel. Nicht schlecht, Mann. Glaubt nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du es nicht versaust. Hab ich nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Yeah. Der Klang gefällt mir, Rav. Ist das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Fortune Valley. Ein Spielerparadies in der Wüste. Hier kann man alles kaufen. Sogar Glück. Die Karten und Würfel überlassen wir den Reichen. Wir, die wir im Schatten der Casinos leben, finden unser Glück bei 100 Meilen pro Stunde. Sind alle in Position? Jess? Ich warte außerhalb der Strecke. Mac? Der Mac Attack ist einsatzbereit. Du nennst deinen Truck Mac Attack? Er nennt sich selbst so. Rav? Bring mir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit, uns reich zu machen, Tyler. Ich hab das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Die Quote für deinen Sieg ist 4-1, mein Junge, aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt, du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt 1500 PS. Ja, ich weiß. Wuhu, gut gemacht.
Du hast dich informiert. Hör zu. Ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar? Ich hab ein gutes Gefühl. Vermassel es nicht, Hotshot. Hat er Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Eine Leistung dieses Ding entwickelt. Revs getunter Mustang ist nichts dagegen. Tyler, du bist für mich wie ein Bruder. Aber jetzt gerade hasse ich dich. Es heißt, du wärst der beste Racer der Stadt, Morton. Beweis es. Mach dich bereit, Kai. Du musst den Sprung unbedingt mit hohem Tempo erwischen. Wir haben nur einen Versuch. Sobald du den Sprung machst, gibt es kein Zurück mehr. Ich bin fast am Treffpunkt. Ich hoffe, du bist in Position. Ja, so gut wie. So gut wie? Mac? Halt einfach drauf und gib Gas. Vertrau mir. Es ist soweit, Leute. Verlaut es nicht. Mac, ich bin fast da. Abschussrampe voraus. Houston, wir heben ab. Sprung mit einem 2 Millionen Dollar Hypercar. Abgehakt. Darf ich noch mal erwähnen, wie sehr ich dich hasse? Was du da fährst, ist bares Geld, Morgan. Bring den Wagen zu Rev. An alle Einheiten. Wir suchen nach einem silbernen Königsegregera. Der Wagen ist extrem wertvoll. Zentrale, verfolgen den gestohlenen Regera, Code 3. An alle Verfolgungseinheiten. Aufgrund des Wertes des Regera muss die Festnahme ohne größere Schäden. Jess, ich hab Cops am Hals. Fahr weiter. Ich bin gleich da. Was du auch vorhast, lass es sein. Du bringst den Wagen sofort zurück. Ist er sauer? Oh, stinksauer. Zentralrechner, könnte viele um mich folgen. Ja, 13 haben den Wagen gefunden. Er ist der Millionaire's Road. Achtung an alle Einheiten. Adam 113 hat die Verfolgung wieder aufgenommen. Zentrale haben keine Verfolger mehr. Jess, wo bist du? Halt durch! Jess! Ich bin hier, Rosa. Einer ist raus. Bleibt noch ein halbes Revier. Bist du besorgt? Mist. Hier? Niemals. Zentrale, ein dunkler BMW M5 rammt unsere Einheit. Wir brauchen Verstärkung für den Regera. Okay, Adam 13, bleiben Sie am M5 dran. Melde ein schweres Zusammenhang. Ich hab Sie am Haken und lock Sie jetzt von dir weg. Sie werden den ganzen Sektor abriegeln. Werden Sie schnell los. Zentrale, der BMW M5 hält uns aggressiv vom Regera fern. Er wurde offenbar speziell dafür modifiziert. Verstanden, Adam 13. Sie haben grünes Licht für jegliche Verfolgungstaktiken. Wieso ist der Wagen noch nicht bei Rev? An mir kleben noch ein paar Cops. Ich muss so schnell wie es geht verschwinden. Ich hab ne Idee. Tyler, Jess, komm zu mir. Bin unterwegs. Wir sehen uns da. Bestätige, Adam 35. Wo sind Sie gerade? In östlicher Richtung durch The Barrio. Verfolgung läuft in östlicher Richtung durch The Barrio. Zentrale, die Klingel sind also heftig erwischt, aber wir bleiben dran. Wo bist du? Ich bin schon fast da. Ich auch. Mac, hast du das im Griff? Ja, bringen wir euch beide hier raus. Ja, geschafft! Dann bringen wir die Schönheit mal zu Rev. Bring's zu Ende, Kumpel! Fahr schon, Tyler. Ich kümmere mich um die Kopf. Gut gefahren, Morgan. Deine Crew war die richtige Wahl. Tyler Morgan, 23 Jahre alt. Mutter Sylvia Morgan, Vater leider unbekannt. Keine Geschwister, 6 Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der
der beste Racer der Stadt in einem der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wäre ich nicht so sicher gleich. Was zur Hölle? Was ist los? Bin fast da. Rev. Die Street Racer sind hier. Ich habe alles gesehen. Danke, Officer. Was hast du getan? Hat Rev nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür. Damit kommst du niemals durch, Navarro! Die Cops sind unterwegs. Das Haus lässt schön grüßen. Hey, was ist passiert? Navarro. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber... Los! Wo ist das Auto? Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl? Willst du Rache? Ich auch. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeitest für mich und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Steig ein. Stell dir vor, neben dir fährt ein echter Traumwagen. Was denkst du dann? Wie viel er kostet? Wie schnell er beschleunigt? Ich sag dir, was ich denke. Ich sehe Potenzial. Die Grenzen des Machbaren. Den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ich sehe mich, wie ich gewinne. Morgen! Der Boss hätte jetzt gern sein Auto. Ja. Ja, ich bin gleich da. So, jetzt kann man uns... Zeit für etwas Spaß. Der Boss trifft sich heute mit irgendeinem hohen Tier vom Haus. Es übernimmt die Stadt Block für Block, sorgt dafür, dass sein Auto nach dem Meeting bereitsteht. Navarro, was zur Hölle? Die Uhr tickt, Weir. Verkauf das Casino oder wir nehmen es uns. Ach, wie nett. Hat die Fahrt Spaß gemacht? Hör zu, die Zeit ist noch nicht reif. Ich sage, wann das Spiel beginnt. 6 Monate. Steig aus. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen.